yes, I'm grooving. So, meine Freunde, der nächste im Start. Herzlich willkommen zu einem erneuten Commentary von mir. Und ja, heute habe ich mir einfach mal gedacht, ich mache ein kleines Klassen-Setup für euch. Da haben mich ein, zwei Abonnenten gefragt, ob ich da mal was machen könnte. Nämlich in letzter Zeit habe ich relativ gute Gameplays gebracht. Immer so auf 20er, 25er Streak war immer dabei. Und ich habe jetzt insgesamt 5 DNA-Bomben erspielt. Ist jetzt wahrscheinlich nicht das meiste und das Beste, aber die waren relativ anschaulich, waren natürlich auch lang. Ich bin jetzt nicht der beste oder schnellste Spieler für solche Sachen, aber ich bin relativ zufrieden mit mir, gerade weil ich bei Black Ops 2 relativ schlecht war, da ich auch relativ spät mit Black Ops 2 angefangen habe. Aber hier bei Advanced Warfare geht's richtig ab. Ich bin auch richtig gut in dem Spiel, würde ich einfach mal sagen. Und da dachte ich mir einfach mal, zeige ich euch vielleicht ein paar Klassen. In den Kommentaren könnt ihr dann schreiben, was ihr da ändern würdet, ein paar Vorschläge, vielleicht kann ich da gucken, ob ich dann auch was ändern würde, wenn ihr sagt, hey, das ist viel geiler. Und ja, dann zeige ich euch einfach mal meine Klassen. Ich spiele eigentlich nur mit den 4 hier. Das sind so auch die allerstärksten Waffen, wenn ich jetzt mal sagen würde. Wenn ihr eine andere MP empfehlen würdet, dann wäre es jetzt höchstens noch die KF5. Aber ja, die ASM1 ist wirklich die stärkste Waffe und wirklich die stärkste Waffe. 1000-mal besser als die Sturmgewehre nach dem Patch. Und ja, dann fangen wir einfach mit dem allerersten an. Das ist die Ball 27. Die spiele ich mit Schalldämpfer, Magazinerweiterung und Schaft. Das ist so eine Sache. Den Schalldämpfer habe ich immer gern drauf, da sie mir nicht schwächer vorkommt oder so. Und weil die Range der Waffe sowieso relativ gut ist, kann man wirklich einen Suppressor drauf tun, ist alles gut. Magazinerweiterung würde ich bei der Waffe auf jeden Fall empfehlen, weil wenn da 2 oder 3 Gegner oder mehr kommen, habt ihr da wirklich mit dem Standardmagazin gar keine Chance. Und Schaft braucht man eigentlich in dem Spiel nicht. Ich brauche es aber trotzdem, weil ich einfach gelernt habe, mit Schaft zu spielen, und ohne Schaft kann ich einfach nicht spielen, weil ich aim nicht einfach nur mit dem rechten Stick und bleib mit dem linken einfach stehen oder so. Ich aim mit beiden Sticks, einfach so, ja, dass der Gegner mich halt im Zweikampf zum Beispiel nicht trifft, gehe ich ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, ja. Deswegen habe ich den Schaft immer gern dabei. Dann Leichtgewicht, dieses Wix-Ding, ich weiß es nicht leider, wie es auf Deutsch heißt. Und das würde ich einfach nehmen, weil die größere Map, das ist immer geil, wenn ihr die Drohne habt, dann könnt ihr einfach komplett alle Punkte auf der kompletten Map sehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die kleine Map habt, dann ist es relativ begrenzt und so ist es eigentlich relativ geil. Ja, Blind Eye, das braucht ihr nicht. Außer ihr seid ein relativ schlechter Spieler und irgendjemand in eurem Gegnerteam schafft einen Warbird. Und dann wäre es halt empfehlenswert, aber dann würde ich doch lieber das mitnehmen. Cold-Blooded, ja, das ist so ein Perk, wenn ihr wirklich gegen richtig krasse Noobs spielt, dann ist es relativ okay, aber das braucht man wirklich nicht. Gung-Ho, weiß ich nicht, damit kann ich echt nicht spielen, gefällt mir überhaupt nicht. Und flinke Hände, naja. Vielleicht in so einer Sniper-Klasse wäre es vielleicht ganz nice. So, dann habe ich Hardliner drin. Und Hardliner habe ich aus dem Grund drin. Oder ich kann einfach mal so sagen. Hardwired, also um dem System-Hack entgegenzuwirken, ist es relativ gut. Das Problem ist, ihr habt hier so viele gute Sachen, Toughness, Blast Suppressor, Scavenger, Hardliner, ihr habt hier alles dabei. Und das würde ich dann einfach nicht für so einen Perk ausgeben. Ich würde lieber eine andere Sache nehmen, auf jeden Fall. So, dann, normalerweise würde ich den Blast Suppressor und den Scavenger empfehlen, aber wenn ihr wirklich gegen Noobs spielt, ja, und gegen, ja, er spielt einfach Gameplays gegen Noobs, ist ganz klar, dann würde ich einfach den Hardliner mitnehmen, dann ist bei eurer Drohne, wenn ihr die bei 700 anlegt, dann ist sie bei 600, das ist immer ganz nice. Und ja, der Blast Suppressor ist auch relativ gut. Aber wenn ihr wirklich gegen Noob spielt und ihr einen guten Schalldämpfer drauf habt, die gucken nicht einfach auf diesen Rattenkreis. Die sind einfach so schlecht, dann wirklich den Hardliner mitnehmen. Aber sonst, wenn ihr wirklich gegen bessere Spieler spielt, mit Prestige 2, 3ern, dann nehmt ruhig den Blast Suppressor mit. Toughness braucht ihr in dem Spiel gar nicht so. Patrick spielt damit immer noch, ich weiß auch nicht warum. Aber ist natürlich seine Sache, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber ich würde auf jeden Fall Blast Suppressor Scavenger oder Hardliner Scavenger mitnehmen. So, dann habe ich die Drohne. Die Drohne habe ich mit der Erweiterung, ja, Speed und Threat Detection, also das heißt einmal, dass ihr durch die Wände gucken könnt, dann wisst ihr immer, wo die Gegner genau sind, gerade wenn sie campen oder so. Und Speed habt ihr einfach erstens dadurch, die Karte aktualisiert nicht nur schneller, sondern auch diese
Threat Detection Funktion, dass ihr die durch die Wände sieht, kommt immer schneller und ihr habt sozusagen immer den aktuellsten Punkt des Gegners, das ist immer ganz nice. Deswegen, das sind so die besten Sachen. Und ja, warum ich kein Systemhack mit habe, ist ganz einfach darin, weil der Systemhack, der lenkt mich einfach nur ab. Der lenkt mich ab, den zu drücken. Er bringt mir einfach nichts. Weil der Gegner mich, wenn er Glück hat und wenn es, egal ob es ein Noob ist oder ein Profi, er wird mich trotzdem killen, ob der Systemhack da ist oder nicht. So. Und ein Exo-Overclock ist meiner Meinung nach die beste Exo-Ability, die es hier so gibt. Und ja, Exo-Overclock, das macht euch am Anfang ein bisschen schneller. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel in Herrschaft einfach durchstarten. Ihr könnt durchrennen, zum Beispiel von, ihr spawnt bei C, lauft durch zu A, da wo sie alle gespawnt sind. Dann holt ihr euch vielleicht 3-4 Kills und dann läuft ihr ein paar Meter weg. Dann habt ihr schon eure blutrünstige Medaille und dann ist schon alles klar. Deswegen, gerade Leute, die auf eine schnelle DNA gehen, würde ich das schon empfehlen. Braucht man natürlich nicht, aber ist meine Entscheidung. Also, ich sag mal so, nehmt den Systemhack weg und macht euch Exo-Overclock rein, da könnt ihr nichts falsch machen. Oder ihr nehmt halt Exo-Overclock weg und macht ein Systemhack rein. Scheißegal, könnt machen, was ihr wollt. Und ja, ich zeige nochmal kurz schnell die anderen Klassen. Die anderen Klassen sind jetzt einfach die AK-12, die ich gerne spiele. Wrecker, nämlich die hat ein geileres Visier, das Visier von Ghost, das finde ich 1000-mal besser als das von der Standard AK-12. Und die Average Joe-Variante finde ich einfach stylischer, sieht geiler aus und hat einen Damage mehr. Warum nicht? Vom Handling merke ich jetzt nicht so viel, deswegen hier auch das gleiche Setup. Und dann die ASM-1. Das ist eine Elite-Variante. Ich habe hier dann noch die Variante und die Standard-Variante, die sind alle gut. Aber die Elite-Variante hat halt diese Trommel dabei, also Magazinerweiterung, richtig nice. Und dann mit Schalldämpfer und Vordergriff, super Waffe, wirklich eine richtig geile Waffe. Und ja, die Feuerrate ist gerade bei der wirklich hoch und da, wenn ihr in Hardcore oder so auf den DNA gehen wollt, ist das richtig geil. Und bei der Klasse habe ich dann einfach, weil ich da für diesen Slot sozusagen keinen Punkt ausgeben muss, kann ich halt mehr Sachen reinpacken und dann habe ich mir einfach gedacht, hier packe ich Overcharge rein, weil unauffällig, wenn ihr gegen Noobs spielt, die spielen auch keine Drohne, scheiß drauf. Und dann habe ich Overcharged einfach mal reingepackt. Dann könnt ihr die Exo-Overclock, die Exo-Abilities länger nutzen, die bleiben dann länger, wenn ihr zum Beispiel dieses mit Leben habt, dass ihr länger diese Barriere, diesen Schutz, dieses habt, dann könnt ihr das benutzen und Exo-Overclock, dann könnt ihr halt noch länger laufen und das ist immer ganz nice, aber sonst nimmt ihr halt unauffällig rein. Flak Jacket ist auch immer ganz nice, aber wenn die zum Beispiel eine Granate werfen, die explodiert, dann seid ihr zum Beispiel verwundet, dann kommt er und fickt euch trotzdem, deswegen scheiß drauf. Und Danger Close, habe ich selber noch nicht probiert, aber wenn ich vielleicht ein Warbird reintun würde, würde ich Danger Close nehmen. Und als zweites, wenn ihr auf ein 100 Plus oder sowas gehen wollt, also nicht auf DNA, sondern auf viele Kills, dann nehmt euch ein Warbird mit, Defender, nämlich wenn ihr im Spawn von den Gegnern seid, der Defender wird euch erstens den Arsch retten, der wird euch sowas von den Arsch retten und der wird unglaublich viele Kills machen anstatt der Aggressor, also aggressiv. Deswegen Defender auf jeden Fall nehmen und ja, dann könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. So, und das war's jetzt erstmal fürs Klassen-Setup. Ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.